Olaf Scholz stellt sich hin und rappt den Arschfick-Song. Ja. Aber Post mitgebracht für den Podcast. Wie jetzt? Was jetzt? Wo jetzt? Nee, nicht für uns, aber ich habe halt eine Anzeige gemacht. Und ich will das Ergebnis mal vortragen. Ja. Und Leuten sagen, was sie jetzt sagen dürfen im Internet, ohne bestraft zu werden. Trag vor, oder nee, aber wir sind jetzt da. Also, hallo. Ah, hallo, seid ihr auch schon eingeschaltet? Ja, wir sind hier die Rechtsabteilung Erfurt oder ich weiß nicht, was hier los ist. Staatsanwaltschaft Erfurt hat einen Brief geschickt. Okay. Aber nicht wegen dem Podcast, liebe Leute, aber... Schade. Ja, ich schade. Ich habe gehofft, hier Herr Schmitter würde sich mal wieder genau, melden, unsere Aufsichtsperson. Nee, das ist ja nicht mehr für uns zuständig. Jetzt sind wir ja nicht mehr im offenen Kanal. Wir sind jetzt quasi in der Privatwirtschaft und dürfen machen, was wir wollen. Ich ziehe mir mal was Langärmliches an und du erzählst uns, was hier Geiles eingeflogen ist. Mach das. Ich wollte das erst machen, nachdem wir uns vorgestellt haben. Aber ich kann gerne schon mal einleiten, weil es ist auch ein Thema. Nämlich, es gibt ja so, dass den... Straftatbestand der Volksverhetzung und... Kenn ich. Mach ich immer. Genau. Und jedenfalls gibt es ja das Gefühl, dass manche Rechtsradikale im Internet, ob es Facebook ist, ob es TikTok ist, egal wo, Instagram, dass sie davon kommen mit dem, was sie so erzählen. Jedenfalls habe ich auf einem TikTok-Account einen Kommentar gefunden, in dem es heißt, Kristallnacht wird kommen, Ausrufezeichen, 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 Ausrufezeichen. Okay. Und dachte, und die Person hieß auch Übermensch, ne? Aber die meint doch da Pokémon Kristallnacht, also dass dann alle zusammensitzen. Oder Kristall wird kommen, weißt du? Ach so, der Typ. Die Kristallnacht wird kommen. Ja. Jedenfalls. Hat der schon so ein Bühnenprogramm? Reichskristallnacht? Noch nicht, oder? Aber er hat eine neue Show bei RTL, glaube ich, die heißt irgendwie... Christ du das hin oder so heißt die. Mhm. Witzig. Jedenfalls, ja, Christus-Teil soll jetzt mal sterben und nicht auferstehen. Die Jesus-Kristallnacht. Jedenfalls war das ein Video, wo es auch darum ging, also ein Song, der gegen rechts war, und da haben die halt geschrieben, Kristallnacht wird kommen, Ausrufezeichen, 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 Ausrufezeichen. Ja, es waren vier. Genau. Und ich dachte, ja klar, also wenn du schon so heißt, hast eine Reichsfahne irgendwie auf deinem Profil und schreibst Kristallnacht wird kommen, und schreibst das irgendwie queeren Personen unter einem Video, klar ist das irgendwie Volksverhetzung, mindestens irgendwas. Aber nein, die Staatsanwaltschaft Erfurt schreibt mir jetzt, hier am Tino Rannenacher mit Doppel-N, dass gemäß Paragraf 152 Absatz 2 Straf-PO, weiß ich gerade nicht, Straßenverkehrsordnung. Wahrscheinlich, keine Folgen ergeben werden, nämlich es ist keine Straftat, besteht. Wo war denn der Satz, den ich meinte? Ja, es erfüllt kein Strafbestand, das Wort. Er ist über zwei Seiten verteilt. Kristallnacht, genau, der Satz. Auf der Internetplattform TikTok gepostete Beitrag Kristallnacht wird kommen, erfüllt keinen Straftatbestand. Also, ich weiß nicht, also liebe Leute, ihr könnt jetzt einfach wild irgendwelche Nazi-Sachen, weißt du, Höcke zum Beispiel, ja, wenn der irgendwie Deutschland über alles oder wenn so Höcke jetzt sagen würde, Kristallnacht wird kommen. Eben, darf er das sagen? Das war auch meine Fragestellung. Wenn er auf der Bühne steht vor Leuten und sagt irgendwie, Kristallnacht wird kommen, wird er damit davon kommen oder könnte man jetzt sagen, hier aufgrund von Tino Rannacher aus dem Podcast, Episode 200 irgendwas. Das sitzt Herr Höcke, der hört ja uns auch, wie alle natürlich, anderen. Natürlich, ja. Und du hast ihm jetzt Rechtsberatung gegeben. Aber ich bin ein bisschen schockiert, weißt du? Also ich höre von vielen Anzeigen gar nichts mehr, die ich so mache online. Ja, wenn es irgendwie um Beleidigungen geht, dann kommt meistens gar irgendwie, ja, es wird weitergegeben an die Staatsanwaltschaft Gera oder so. Dann verschwindet es irgendwo in der Versenkung. Aber hier jetzt der Brief konkret, es erfüllt keinen Tatbestand, Kristallnacht bekommen. Ist ein bisschen komisch. Also es wundert mich ein bisschen über unseren Rechtsstaat und über unsere Meinungsfreiheit, weil die ist ja durchaus eingeschränkt, wenn es um Nazi-Parolen geht. Und der Kontext macht das doch problematisch, Satz. Da steht vor allem ganz oben drüber, Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt zum Nachteil von dir. Genau, ja, ja. Ist ja auch eine witzige Formulierung. Wegen Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger terroristischer Organisationen. Ja, gut, ist vielleicht nicht jetzt 100% richtig. Ja, die hätten ja wohl checken, das ist ja trotzdem... verfassungsfeindlich ist. Also, weiß ich nicht. Also zumindest so ein Slap on the wrist, wie man sagt, so ein Handpatscher, wäre vielleicht eigentlich nicht schlecht, aber
ja, was ist das Reasoning? Oder ist das so, dass da halt, weißt du, jeden Tag, das ist ja jetzt nur ein Kommentar im Internet, das wird ja vielleicht jeden Tag da 300-fach eingereicht und dann denken sich die Leute irgendwann, oh nee, jetzt hier so ein Verfahren aufmachen, was natürlich nicht gut wäre. Aber müssen die machen. Ja, ich weiß, aber vielleicht ist das so ein Ding. Also ich kann mir nicht vorstellen, wenn Höcke das macht, dass das keine Konsequenzen hätte. Boah, die brauchen schon 5 Morde hier in der Straße. Nee, komm, rett doch mal, machen wir jetzt dicht, machen wir jetzt eine Mordobergrenze. Naja, ein Mord ist halt was anderes. Ich meine nur, ein Mord passiert jetzt nicht so oft wie ein beschissener Kommentar. Ja, aber wenn, weißt du, es ist doch egal, wie oft sowas passiert, ist einfach strafbar. Ja. So, gegen unbekannt. Also scheinbar nicht. Offenbar nicht, deswegen... Vielleicht kennst du das Gesetz einfach nicht, Dino. Liebe Leute, wir werden jetzt den Podcast umbenennen in Kristallnacht.com und werden... Die Juden damals kannten das Gesetz scheinbar auch nicht. Was haben die sich denn... Das war doch da rechtens. Es war rechtens. Das ist ja auch so eine Frage, ne? Weil ja damals zur Reichszeit, ne, vom Dritten Reich, war ja quasi die Judenverfolgung war ja legal. Mhm. Ne? Aber im Nachhinein wurden die Menschen ja trotzdem angezeigt, die das verzogen haben. Und da haben auch viele Rechte argumentiert, na, wie kann man denn irgendwie Recht zu Unrecht machen, wenn das irgendwie zu der Zeit richtig ist. Aber ich finde, Verbrechen gegen die Menschheit sollten immer bestraft werden, auch wenn es zu dem Zeitpunkt angeblich legal gewesen ist. Aber das ist doch fies. Es ist fies, ja, aber der Holocaust war auch ein bisschen fies. Ein bisschen. Ja? Steile These, aber auch das war fies. Farbenlosend gesagt. Jedenfalls gehe ich aus meinem Treppenhaus raus, gehe zu unserem Briefkasten, sehe diese Post, die dachte mir, okay, was wird es diesmal sein? Aber das ist witzig, dass du das ansprichst, weil ich bin high on drugs, was Amerika angeht, weil wir haben noch 1,5 Wochen, bis die Wahl ist und da bin ich, ich bin nur Amerika-Dozent heute. Das ist okay. Und in Project 2025, die geheime Agenda von Trump, sag ich mal, die nicht so geheim ist, aber nicht offiziell seine ist, da steht auch drin, dass in der Zukunft dann Ärzte bestraft werden sollen, die in der Vergangenheit Abtreibungen durchgeführt haben. So, das ist halt das gleiche Prinzip. Die haben das gemacht, als es legal war, aber hinterher ist dann hier. Aber ist halt in die andere Richtung, weißt du? Das ist halt. Weil das findest du überhaupt nicht gut. Das ist halt nicht rechtens. Naja, also klar, aber da geht es ja auch um Verbrechen gegen die Menschlichkeit, weißt du, wenn irgendwie Menschen ermordet werden und der Fötus ist auch ein Mensch. Ja, das argumentieren die. Conception. Das ist eine philosophische Frage. Bei Schwangerschaftsabbrüchen. Nee, ist keine philosophische Frage. Das ist Moose, ist das da in der Frau drin bis ein paar Wochen. Eben. Und ich musste nochmal mein Woken Tino rausholen. Man sagt nicht mehr Abtreibung. Das habe ich rausgefunden, als die Band Abtreibung sich umbenannt hat. Mhm. Nämlich heißt es Schwangerschaftsabbrüche. Politisch korrekt. Abtreibung ist irgendwie, weiß ich nicht, warum. Also ich glaube nicht, dass es politisch korrekt ist. Es ist natürlich eine Versoftung der Sprache. Es geht darum, dass Abtreibung sehr negativ konnotiert ist. Ja. Aber da ich kein Problem mit Abtreibung habe... Und das auch weiterhin supporte mit allem. Also ich sag, treibt eure Kinder ab, schmeißt die weg. Also solange die noch nicht weiterentwickelt sind. Mhm. Ne? Da habe ich überhaupt kein Problem damit, deswegen sehe ich mich da jetzt nicht in der Bringschuld. Der Autor, ich glaube, das war Peter Singer, da wollte ja auch debattieren, ob man nicht auch noch nach der Geburt abtreiben dürfen sollte. Das war auch eine spannende Frage. Finde ich nicht gut, aber das fand ich irgendwie... Da bei manchen Leuten Höcke und so... Hast du jetzt gesagt, du Linksradikaler? Nee, ich meine, Höckes Kinder, vielleicht würde der gerne, weil das in Deutschland so schlecht ist. Stimmt. Aber hat er überhaupt Kinder? Weiß ja, ich der halt hat irgendwie nicht. 3 oder 4 Kinder, ja. Ja, dann jetzt... Gegen einen wurde wohl mal ermittelt wegen Drogen und so, aber ist egal. Gute Erziehung, apropos, unser Podcast sollte ursprünglich heißen von schlechten Eltern, habe ich ja damals vorgeschlagen, aber wie heißen wir eigentlich, Robin? Wir sind Brennpunkt Internet und wir senden euch ein saftiges Aloha von der, blau-weiß-roten Achterbahn der Gefühle. Denn ich sehe hier diese Fahnen, die du da hast, haben die gleichen Farben und die Vereinigten Staaten haben ebenfalls diese. Sehr beliebt. Und ich muss wirklich den Disclaimer nochmal sagen. Ich habe fast keine Themen, die nicht amerikanische Politik irgendwie befassen. Das macht nichts. Aber wir sind halt wirklich im Endspurt. Am 5. November ist Wahl. Boah, ist echt bald, und ich werde 24 Stunden Puls haben. Ich erkläre gleich warum. Und deswegen bin ich heute hart. Also es gibt auch noch ein paar Livestream-Fail-Themen, die ganz witzig sind. Nice. Ja, kann man mal. Also witzig ist natürlich in Klammern gesetzt eigentlich das Abartigste, was ich je gesehen habe. Oh, aber dranbleiben, Leute, dranbleiben. Ja. Es wird auf jeden Fall Amerika-lastig. In diesem Sinne möchte ich euch begrüßen als Robertus Heil und Tuberkulose. Timothy Chalamet? Chalamet, genau, das bin ich. Geil, das sind wir. Das sind wir tatsächlich und wir haben jetzt schon, sind eingestiegen jetzt mit der Staatsanwaltschaft Erfurt, aber wir reden auch über die Themen, die online passieren, die viral gegangen sind und so. Ja. Und wir können ja erstmal einsteigen mit leichteren Themen.
Ich würde gerne wissen, was du Abartiges gesehen hast auf Twitch. Das ist halt kein leichtes Thema. Das ist halt echt. Also, ein Kickstreamer war es übrigens. Ich habe nicht Twitch gesagt, ich habe Livestream gesagt. Es gibt doch noch was für Kleidung Twitch. Clever kaufen bei Kick. Ja, genau. Die haben sich leider nicht rentiert mit ihren 2 Euro blutige Kinderfinger-Klamotten. Gibt's sie nicht mehr, Kick? Weiß ich nicht. Ich habe ewig nicht gesehen. Aber dieses hässliche T-Shirt wollte ich immer tottreten, ey. Ja. Oh. Ich fand es ein bisschen gruselig. Und halt's Maul. Wie dem auch sei, Kick ist eine Livestream-Plattform, die eh schon oft in Verruf gekommen ist. Und jetzt, also abartig ist hier übertragen gemeint, nicht tatsächlich optisch abartig, sondern so menschlich abartig. Da sollten vielleicht Nürnberger Prozesse 2 gemacht werden, denn ein Streamer hat einen Obdachlose zum Essen eingeladen. Das ist ja abartig. Das ist wirklich abartig, was fällt dem einen Assi? Und dann Dame kommt die Rechnung und er guckt so drauf, so, oh, 76 Dollar, ah. Ich glaube, ich habe mein Geld im Auto gelassen. Moment. Und er rennt halt einfach weg und fähr dann schnell mit dem Taxi. Aber war das echt oder war das war echt, einfach nur gestaged? Nee. Es ist also, und der Chat halt, das ist das Schlimmste, alle so, LMAO, haha, so funny, haha. Die dumme Masse, ja. Das ist halt echt. Also, ne, Leute verarschen hin und her. Ganz witzig. Es wäre vielleicht noch für mich vertretbar gewesen, wenn er quasi so. Er steht auf, rennt 5 Sekunden weg und kommt wieder und sagt hier und gibt dann vielleicht 100 statt 76, also ihr noch Trinkgeld sozusagen. Aber so, das ist ja einfach, ich hoffe, dass die nicht belangt wurde, weil der Chef das checkt irgendwie, weil es gibt ja Live-Material. Aber es ist so asozial, auf wirklich die Schwächsten der Gesellschaft da irgendwie noch so drauf zu pissen, ey. Naja, er hat ja auch die Zeche geprellt letztendlich, ne? Ich meine, das hat ja eher für ihn Schwierigkeiten. Und du bist ja auch nicht verantwortlich für den, der gegangen ist. Also es ist zumindest in Deutschland so rechtlich gesehen, dass wenn alle gegangen sind und du bist der Letzte und irgendwie hat eine Cola vergessen zu bezahlen, bist du nicht verpflichtet, das bezahlen zu müssen. Und ich hoffe, dass es in den USA genauso ist und dass die obdachlose Person... In den USA bist du nahezu verpflichtet, bis zu 20% Trinkgeld zu geben. Ist es Pflicht? Naja, es ist nicht Pflicht, aber das ist so... Ich glaube, in manchen, ich glaube, ganz offiziell Pflicht dürfen sie es nicht, aber die haben halt so ihre Ways around. Und die haben zum Beispiel so digitale Dinger, wo du dann an der Seite so Knöpfe hast, mit Karte zahlen. Ach so, und da ist schon so eingebaut, 10% Tipp, 20% Tipp, No-Tipp. Und manchmal kleben die halt dieses No-Tipp ab. Ja, das ist nicht in Ordnung. Also ich finde, das kann sich auch nicht jeder leisten. Es gibt auch Menschen, die nicht jedes Mal wie noch ein paar Euro dazugeben können. Aber wir hatten ja schon eine ganz hitzige Diskussion zu dem Thema Trinkgeld. Ich habe auch mit Trinkgeld ist Stinkgeld, sage ich. Ja, genau. Ich habe auch mit Peter Dück drüber gesprochen hier wie heißt er auf YouTube aktuell? Spaßfaktor. Spaßfaktor, genau. Hat ihn ein paar Mal geändert. Auch drüber diskutiert zum Zwiebelmarkt. Und das ist, wir waren einer Meinung, Peter und ich. Und was habt ihr dann diskutiert? Naja, wir haben auch so gedacht, sind denn nicht auch YouTuber und so nicht auch Trinkgeld entgegennehmende, die Spenden entgegennehmen? Nein, sagen, hier YouTube und so, zahlt mal eure YouTuber anständig und ich supporte ja nur die geringen Gelder von man kann es genauso anwenden auf YouTuber. Nee, das ist nicht das Gleiche. Also pass auf, ich weiß, dass ich da ein bisschen im Glashaus sitze, aber weil ich da meine Prinzipien habe, möchte ich da trotzdem zu stehen, auch wenn dann vielleicht sich Leute sagen, na dem gebe ich keine 3 Euro Trinkgeld mehr. Aber es ist halt kein Trinkgeld, es geht darum, dass das System an sich komplett verdorben ist, wenn die Leute darauf angewiesen sind, mit Trinkgeld zu leben, obwohl sie einen Arbeitgeber haben, der ihnen volles Gehalt zahlen sollte. Und das hast du bei Twitch und YouTube nicht. Du hast niemanden, der dir irgendwas zahlt, außer vielleicht die Werbeeinnahmen. Und die sind ja ein Witz, seit PewDiePie sein N-Wort gedroppt hat. Ach echt? Ja, kommt das daher? Das hat die Ad-Apocalypse damals gestartet. Ah, deswegen haben ja die ganzen Leute angefangen mit diesen Product Placements, weil die halt direkt zahlen und unabhängig davon, wie jetzt die Leute Werbung gucken und draufklicken oder nicht. Ah, okay. Wusste ich auch nicht. Ja, und deswegen ist das Prinzip dahinter ganz anders. Und dann ist es halt so ein bisschen quatschig, wo das selbstverständlich ist und wo nicht. Also warum hat nicht die Krankenschwester, die sich 12 Stunden lang den Arsch aufreißt, Trinkgeld verdient, sondern nur der Typ, der irgendwie eh den ganzen Tag im Auto sitzt und Pizza liefert, 2 Stufen hoch. So. Was natürlich auch, ne, will ich gar nicht runterspielen, ist ein harter Job und so. Aber deswegen bestelle ich auch keine Pizza, weil dann komme ich gar nicht in die Gelegenheit, Trinkgeld geben zu müssen. Also vermeidest das aktiv. Na klar. Also nur, mal abgesehen davon, dass also Pizza ist ja unbezahlbar mittlerweile, wenn man die kommen lässt. Du kriegst eine Tiefkühlpizza im Angebot für bis zu 1,69 runterwärts. Also schmecken die auch dann? Naja, ich habe ja nicht so Geschmackssinn. Ne? Ja gut. Das macht dann keinen Unterschied. Da bin ich wohl gesegnet. Aber ist auch eine Scheiße drin in so Tiefkühlpizza mit dem ganzen Zuckerzeug und so. Ja. Ist
doch alles jetzt nur noch scheiße. Jedenfalls, wir können auch gerne mal so einen Präpotora-Wunsch draus machen aus dem Thema Trinkgeld, weil ich finde das total spannend. Ja. Habe ich da auch noch ein bisschen reingelesen, das ganze Thema. Man kann da echt viel debattieren drüber. Das ist sehr, sehr gut. Ich bin nämlich jetzt seit dieser Woche geordnet. Ich habe angefangen, ein geordneter Mensch zu sein, weil ich immer so ein paar Sachen vergessen habe. Und zuletzt ist mir aufgefallen, im Stream, da hatte ich nochmal fragen müssen, ey Leute, wie war denn dieses eine Horrorspiel? Wie hieß das denn? Mhm. Layers of Fear habe ich jetzt wieder rausgefunden, was ich in der nächsten Horrornacht vielleicht zocken will. Ist noch nicht final entschieden, welches. Jetzt zu Halloween? Ja, genau. Nice. Und das hatte ich aber irgendwie vor 2 Monaten schon mal erfragt, hat es mir nicht aufgeschrieben. Hm. Und dann habe ich das eingegeben bei mir in meinen Telegram-Ordner und habe gesehen, 2020 habe ich schon mal Layers of Fear in diesen Ordner geschrieben. Witzig. So, und dann dachte ich, das kann es ja wohl nicht sein. Und da habe ich mir dann Notion runtergeladen, was ich auf Handy und auf PC habe, sodass sich die Notizen da synchronisieren. Hm. Und da habe ich jetzt auch reingeschrieben, Hörerwünsche, und bin aber bis jetzt nur bei einem, der noch offen ist. Vielleicht kannst du mir da helfen, weil, also es ist immer noch von Vincent, der offen. Ja, sorry. Aneignung. Sorry. Zum Glück ist Vincent ein netter, solidarischer Typ, der sagt, ja, lasst euch Zeit. Nicht wie, der, wie anderen. Wenn du jetzt noch einen wüsstest, der noch offen ist, oder jemand von den Zuhörern, ja. Also ich weiß halt, dass dieses Urwild-Ding offen ist mit meinem Vater, das betrifft dich halt nicht. Und das habe ich ja Urwell auch gleich gesagt, dass das, ne, müssen wir mal gucken, wie und wann ich das mit meinem Vater machen kann. Ah, okay. Da spannend. So Storys auspacken und so. Spannend, ja. Aber sonst haben wir, glaube ich, alle abgearbeitet. Und wenn nicht, bitte korrigiert uns. Ja, bitte. Gerne auch nerven und oder uns bedrohen. Wir brauchen das dann in dem Fall. Genau. Aber zurück zu den Themen, wa? Zurück zu den Themen. Also, wir gehen ja noch nicht ganz zu Amerika. Ich will noch ganz kurz lokal bleiben, denn der gute Lothar König ist gestorben. Das ist der ehemalige Jugendpfarrer in Jena, der jungen Gemeinde in der Stadtmitte. Okay. Der ist bekannt geworden durch sein antifaschistisches Engagement. Gedankengut. Das auch, Engagement. Und der ist jetzt jedenfalls verstorben. Recht überraschend für viele, obwohl er schon relativ alt war. Du siehst ihn hier auf dem Bild mit Bodo Ramelow, also es ging auch richtig rum. Viele linke Bands haben auch einen RIP gepostet. Also der sieht ein bisschen aus, als könnten den Kickstreamer zum Essen einladen, ja, muss ich sagen. Ja, aber auch überlegt, genau. Und er war halt echt eine Legende dort, er war quasi der Kani aus Jena, nee, Quatsch. Er war echt eine Legende dort und hat halt die Jugend da aufgebaut, hat Demos angemeldet, hat auch Anzeigen bekommen für sein Engagement und so, war echt krass gegen Faschos. Und es war sogar jetzt so weit, dass es eigentlich gestern für euch, am Samstag, wäre ein Event gewesen in der jungen Gemeinde, was sie jetzt abgesagt haben, aufgrund von Respekt und Trauer gegenüber Lothar König. Eine große, wichtige antifaschistische Legende ist von uns gegangen. Deswegen rest in peace, der Brennpunkt-Nekrolog der guten Leute ist hiermit eröffnet für ihn. Also von Lothar Matthäus wäre ich mehr entsetzt, wenn der gegangen wäre, der alte Mittelfeldspieler, glaube ich. Den gibt es ja auch noch, stimmt, Lothar Matthäus. War der nicht so dumm irgendwie? Lola. Ja, der konnte nicht gut Englisch sprechen. Naja gut, das ist ja jetzt nicht unbedingt per se dumm, aber witzig. Was auch dumm, aber auch ein bisschen witzig ist, ist die Schlagzeile der Woche, muss ich sagen. Thomas Müller entfolgt seiner Frau. Nein. Wenn wir jetzt beim Fußball sind. Ja, das war eine Breaking News auf NTV. Eindeutiges Krisenzeichen. Ach du Scheiße. Wer verfolgt sowas? Weiß ich nicht. Also mir ist es hochgespült worden in meine Timeline und dachte, what the fuck, Thomas Müller entfolgt seiner Frau. Das ist doch ein Krisenzeichen, oder nicht, für ihre gescheiterte Ehe. Und jetzt fragen sich alle, was da los ist. Und wir hoffen, dass wir euch, vor allem heißt die Lisa Müller, werden mich auf dem Laufenden halten, wie es mit ihrer Beziehung weitergeht. Ich bin wirklich brennend daran interessiert. Ja. Vielleicht ist sie ihm vorher entfolgt, weil der jetzt bei Fußball aufhört und der ist jetzt uncool. Aber immer noch steinreich, ne? Also beziehungsweise Fußball hört er wahrscheinlich nicht auf, sondern Nationalelf, keine Ahnung, ist mir eigentlich scheißegal. Und vielleicht Trainer oder so. Aber das Ding von Leuten entfolgen ist echt hart, oder? Wenn Leute dir entfolgen, das tut schon weh. Ja, Herodes, das tut schon weh. Ist das passiert, ja? Herodes ist jemandem entfolgt. Aber nicht dir. Grausam, zum Glück nicht mir. Aber der nutzt ja seinen Instagram eh nur sehr sporadisch. Das ist halt umso schlimmer eigentlich. Also wenn man Instagram kaum nutzt und du trotzdem den Effort reinsteckst, jemanden zu entfolgen, das ist schon hart. Mhm. Und ich habe mal mir so eine App runtergeladen, wo ich halt sehe, wer mir so entfolgt ist, aus Interesse. Da war ein Name dabei, wo ich dachte, was habe ich denn falsch gemacht? Ich mochte die voll und die mich auch immer. Und dann sind die jetzt weg, so auch aus alten Schulzeiten und so. Du darfst es doch nicht persönlich nehmen. Die Leute interessieren sich nicht für deinen Content. Das hat ja nichts mit dir zu tun. Nee, aber so Leute aus der Schule und so, da will ich schon wissen, was da los ist. Die eigentlich, also ich bin damit völlig fein. Also ich weiß auch, dass mein Instagram habe ich ja so fast komplett umgestellt in Skate-Content. Und ich weiß zum einen, dass das die Leute nicht interessiert, die eigentlich mir irgendwann mal gefolgt sind wegen YouTube-Shit. Ich meine, das poste ich da trotzdem noch, aber das ist halt
Das ist halt einfach meine Plattform für Instagram, für Skateboard-Tagebuch geworden. Weil, wo sonst, keine Ahnung. Und da bin ich auch nicht böse, wenn die Leute sagen, okay, jeden vierten Tag hier irgendwie Skate-Video brauche ich nicht sehen. Aber sie sind halt sehr geil, ja. Das muss ich natürlich dazu sagen. Ich würde sagen, plus minus habe ich so in den letzten 5 Jahren, das ist jetzt eine Schätzung und da fällt mir natürlich jetzt hier der Pimmel aus der Hose, aber ich würde sagen, so 10, 12 bis 15 Tricks gemacht, die noch niemand vorher auf der Welt gemacht hat. Und das ist halt für mich schon so ein Ding. Die sind natürlich nicht alle super spektakulär, aber sie sind vielleicht kreativ und das Ein mag ich. Dreifach-Olli oder Das ist so sowas. ein bisschen mein Antrieb. Ich will jedes Mal was Neues versuchen. Also ich poste ja sowieso nie einen Trick irgendwie doppelt, sondern immer nur irgendwas, was ich neu gelernt habe oder vielleicht an einem neuen Spot gemacht habe. Das Und der beeindruckend. Hauptgrund ist natürlich die geile Mucke, die ich da immer reinpacke. Ja? Ja. Zuletzt Mama Mia, Geil, Banger-Song. Alter, auf jeden Fall. Aber geht immer steil. Aber trotzdem, es ist ja mehr als nur das, als Content. Man folgt ja auch manchmal einfach Leuten, die man mag. Einfach aus Prinzip. Weil man wissen will, was in ihrem Leben so los ist, wie es ihnen so geht, was sie machen. Ich folge auch Leuten, die nicht, gar nichts posten. Einfach Leute, weil ich die einfach mag, für den Fall, dass sie mal was posten sollten, weißt du? Aber dann kommen so Leute, ich nenne jetzt keinen Namen hier im Podcast, aber es gibt Leute, die ich öfter mal sehe und wir uns gut verstehen, auf einmal sehe ich, dass sie mir nicht mehr folgen. Das ist schon frech. Das ist wirklich Das finde frech. ich nicht in Vielleicht sind die Ordnung. dir nie gefolgt, oder? Doch, 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 doch. Auf jeden Fall. Vielleicht macht die App mit dir Schindluder, weißt du? Das ist eigentlich so eine Malware, die dich in den Wahnsinn treiben will. Das siehst du ja, dann gehe ich auf die Profile von denen und sehe dann ihre Liste, da bin ich echt nicht mehr drin. Ja, Und ich aber war ich mal meine nur, drin. ja, gut. Ja, ich möchte deine Technik jetzt nicht anzweifeln. Nee, kann ja sein. Trotzdem finde ich, das Entfolgen, das ist schon irgendwie das neue, weiß nicht, wie sagt man das denn, so Das ein Neue in die Fresse schlagen. Schlussstrich ziehen, in die Fresse hauen, oder? Das geht gar nicht. Deswegen hoffentlich erholt sich Lisa Müller davon Ja, um wieder zum Thema und zurückzukommen. ihre Beziehung. Ja. Thomas Müller und Lisa Müller. Hoffentlich trennen die sich. Ich habe noch eine kleine AfD-News, die ist wichtig, ja. Okay. Die sich hoffentlich auch bald mal trennen werden von dieser Erde. Und zwar hat die, ist sie im Bundestag, die Landtagsabgeordnete aus Brandenburg, heißt sie auch nicht auch Lena? Wie ist denn ihr Vorname? Der ist Cordray mit Nachnamen und ich glaube, ihr Mann ist auch im Bundestag oder so. Na, steht nicht da. Jedenfalls heißt sie Cordray mit Nachnamen, die ist Landtagsabgeordnete für die AfD. Und hat ein Video gepostet von sich vor einem Bücherregal. Und da haben ganz gewiefte Leute mal die Bücher gecheckt. Und das ist ein haufenweise NS-Literatur. Zum Beispiel Jahre der Entscheidung von Oswald Spengler aus 33. Dann die germanische Vorzeit, ein Buch von heimischer Art und ihrer Entwicklung von Also, K.H. Weiß das ist aus insofern witzig, dass 23. das Buch, was du da gerade vorgelesen hast, markiert ist auf ihrem Gesicht, also hinter ihrem Kopf sein Ja, müsste. aber weil sie auch Wahrscheinlich bewegt sie bewegt, sich, genau. aber es ist dann vielleicht ein unglücklicher Screenshot. Dann noch Handlexikon der deutschen Vorgeschichte von 1936 von Barthel, Waldemar und Atzenbeck. Und das Spannende, das deutsche Lesebuch von Hannes Thal Probst aus 36, was in SS-Erziehungsanstalten verwendet worden ist. Also knallharte NS-Literatur. Und ich finde das irgendwie, also ist es bescheuert von denen? Also ist es einfach nur, hat es völlig vergessen, dass die Fascholiteratur im Bücherregal hat? Oder ist das schon irgendwie auch ein Code von wegen Das ist entweder liebe eine Dog Whistle Nazis? oder es ist schon die Köter-Trompete. Ja. Oder aber, die möchte ihren Feind kennen. Die will sich halt belesen darüber, Ah. wie die damals gemacht haben, dass sie diesen Fehler nicht Dann wiederholen. stelle ich mir auch ins Bücherregal rein und präsentiere die auch dann auf meinen Ja, YouTube-Videos. ich habe Ja. auch über meinem Bett steht mein Kampf, wie du weißt, Ja, das, ja, genau. damit ich in Zukunft weiß, wie ich nicht kämpfen Wo du jeden muss. Abend drin schmökerst. Ja. Ja, das ist auf jeden Fall gerade ein sehr spannender Fall und noch hat sich, glaube ich, dazu nicht geäußert, aber das ist mal wieder so ein dummer Zufall von vielen in Richtung NS-Zeit von AfD. Ist interessant, wollte ich mal erwähnt haben, dass es passiert ist. Ja, diesen dummen Zufall in Richtung NS-Zeit gab es in Amerika nämlich auch, Lass denn uns es ist rüberfliegen in, rausgekommen, ja. dass Trump gesagt hat, er hätte gerne so Generäle wie Hitler, die quasi alles absegnen, was er sagt, was so auch nicht ganz klar war, weil der wurde ja unter anderem von seinen Generälen versucht umgebracht zu werden. Aber er hat es gesagt vor verschlossenen Türen. Es ist jetzt die dritte sehr hochrangige Person. Ich glaube, es war auch ein General, der rausgekommen ist. Kelly heißt der. Davor gab es noch Milli und irgendwas anderes mit M. Also so drei hochrangige Leute, die unter seiner Fuchtel
noch im Dienst waren. Ich glaube, die zwei Generäle machen jetzt nichts mehr, die sind in Ruhestand. Es ist ein bisschen schade, dass immer die Leute nur, nachdem sie nicht mehr da arbeiten, rauskommen und nicht währenddessen. Ja, stimmt. Ja. Aber ja, und die werden halt jetzt, also auf der einen Seite haben sie dieses, oh, Militär ist super geil, aber jetzt, ja, wenn hier so ein Militärtyp was Schlechtes über Trump sagt, pff, so ein Scheiß, ja. Ja. Ja, und der hat das gedroppt, das ist jetzt gerade National News, aber das wird natürlich davon überschattet, dass Trump jetzt endlich mal bei Joe Rogan im Podcast war. Das ist aber zum ersten Mal, oder gab es genau, schon mal? Rogan hat sich eigentlich immer dagegen gewehrt, weil er dachte, er ist kein politischer Kommentator, hat er gesagt, und er ist nicht, nee, er ist nicht genug im Thema drin. Das sagt ja, er. Ja. Witzig. Ich habe es nicht gesehen, ich habe auf Twitter so in der eher linken Bubble gelesen, dass nach 10 Minuten schon klar ist, dass das schlimmste Interview aller Zeiten, oder halt das schlechteste, so. Wahrscheinlich ist es wieder so, ah ja, und warum bist du so geil oder so. Mhm. Kann ich jetzt nicht sagen, habe ich noch nicht gesehen, geht halt 3 Stunden, mal gucken, ob ich das irgendwie nebenher laufen lasse, das Wochenende. So wie ich jetzt gerade auf das Sofa drauf uriniere. Aber das hat das ein bisschen überschattet. Jetzt muss ich in meine Notizen, weil wenn wir jetzt einmal schon bei Amerika sind, muss ich das natürlich aufmachen. Hier haben wir nämlich noch das McDonald's-Ding, wenn ja, genau. Trump hier... Ja, das war ja, genau. Und das ist ja jetzt als Fake aufgeflogen, mehr oder weniger, ne? Also es war ein Foto-Op. Es war nicht offiziell geöffnet, sondern ein geschlossener Laden. Mhm. Und die Leute, die da vorbeigefahren sind, wurden auch koordiniert. Und es waren, ich glaube, es waren nicht bezahlte Schauspieler, aber es war halt so vorher abgesprochen, in welche Reihenfolge kommt ihr und so. Weiß nicht genau. Also es geht um Trump, der hat bei McDonald's quasi ausgeholfen vor den Kameras, um halt sich zu präsentieren. Von wegen, ich kenne auch das, was Kamala Harris früher gemacht hat. Zur Studiezeit mache ich jetzt auch mal nach. Und hat eben das so verkauft, als wäre er da einfach gewesen, ganz locker, hätte da irgendwie Menüs vorbereitet und verkauft und so. Jetzt kam ihm raus, dass halt der McDonald's-Laden geschlossen war, ja, eigentlich. Und je nachdem, welche Seite du fragst, ist das natürlich absolut genial und oh, der liebt uns, arme Leute. Oder ja, das ist ja wohl widerlich, wie er das für so einen PR-Stunt ausnutzt. Ja. Weil im Endeffekt hat er nicht da gearbeitet, da war ja kein Andrang an Leuten. Der hat irgendwie 2 Pommes zusammen in ihre Tüte reingefärscht und hat dann nur noch Essen am Fenster ausgegeben und sich beweihräuchern lassen. Da hat Stefan Raab mehr Effort reingesteckt damals, ja. Und Herodes liebstes Meme aus diesem Video ist, it never touches the human hand, sagt er. Mhm. Oh, look at this. Also er schaufelt so seine Pommes da in die Tüte. Mhm. It never touches the human hand. Und dann gibt es aber eine Szene, wo dann die human hand, seine räudige human hand, getoucht wird von den Fries. Ah, okay, ja. Ja. Und hinterher ist dann halt dieses Foto von dem Zettel, der am McDonald's vorne dran hing, viral gegangen, auf dem steht, ja, wir haben zu, wir sind keine politische Einrichtung, weil es ging auch nicht von der McDonald's Company, die sich distanziert hat, aus, sondern so eine, also DG Empire oder so, also es ist irgendwie so ein, der hat halt innerhalb von McDonald's so eine kleine Kette quasi. Okay. So eine Unterdings. So, und der hat das gemacht, hat eigentlich gesagt, wir sind nicht politisch, aber wir öffnen jedem gern unsere Tür, der mal reinschnuppern will. Mhm. Während halt die Tür geschlossen hat für normale Gäste. Genau, ja, witzig. Ja, und das war natürlich dann, je nachdem, wen du fragst, ein Schuss, der nach hinten losging. Ein Schuss in den Ofen quasi. Ja. Ich würde noch ganz kurz einbringen, dass ja auch der Undertaker, ja, der ehemalige WWE-Star, den sehr viele kennen, dass er auch einen Podcast hat und da gibt es auch aktuell so ein Meme, dass er ja 30 Jahre seiner Karriere die Fresse nicht aufbekommen hat, weil er echt seinen Charakter quasi durchgezogen hat. Er hat das einen Totengräber gespielt, der nicht viel sagt und wenn, dann halt nur sehr prägnant und sehr kurz und sehr tief. Hat auch im Privat, also auch wenn er unterwegs war, in der Öffentlichkeit immer seine Rolle durchgezogen, egal zu welchem Zeitpunkt. Und seitdem er in Ruhestand ist, hält er nicht mehr die Fresse und ist bei jedem Podcast dabei, gibt 1000 Interviews, macht YouTube-Videos und so, hat auch diese Aktion gemacht, wo Leute ihn kaufen konnten für kurze Videoclips und sowas, richtig funny war in seiner Rolle. Und er ist jetzt auch, also klar ist nicht überraschend, so ein Texaner irgendwie, ne, der irgendwie Motorcycle-Fan ist, klar ist er wahrscheinlich eher rechts, so, ne, auch eher Trump-Supporter, aber er macht es eben auch in seinen Videos relativ offensiv mit T-Shirts, die er trägt, ne, sowas wie Blue Lives Matter und sowas. Also zeigt es schon auch eher von der rechten Seite. Obwohl er selber im Wrestling-Business als einer der tolerantesten und offensten Menschen galt. Also er hat wohl immer jeden genommen, wie er war. Egal ob irgendwie queer, ob schwarz und so. Deswegen war er wohl auch Backstage immer der Richter quasi, wenn Schreitschlichter, wenn irgendwas war. Und galt immer so als der oberste
Chef im Backstage, wenn es Probleme gab, hat jeden auch versöhnt und hat immer hat entscheiden dürfen, wer bestraft wird und wer nicht, und hatte halt ein gutes Urteilungsvermögen. Deswegen sich jetzt viele wundern, dass er eben doch so in diese rechte Ecke irgendwie jetzt erschienen ist, also nicht getrifft, weil er war vielleicht schon mal so in die Richtung. Jedenfalls hat er jetzt auch Trump eingeladen in seinen Podcast. Ich habe noch nicht gehört, aber du hast schon angesprochen, dass du wohl ein paar Clips gesehen hast, dass wohl es sehr mehr, viel mehr um Wrestling ging als um Politik, weil ja Trump, Undertaker, eigentlich beide, aber Undertaker ist nicht so der politischste Mensch, glaube ich, ist, und nicht so der intelligenteste Mensch ist. Das merkst du auch in seinen Interviews, dass er eher einfach gestrickt ist. Und ich finde das aber noch gefährlicher, nicht mit ihm über Politik zu sprechen, weil er eben jetzt in diesem Interview vermutlich oder mutmaßlich sehr sympathisch rüberkommt als einfacher Typ Trump, der einfach über Wrestling spricht, was unverfänglich ist. Da kann man irgendwie eine Meinung haben, aushalten, die nicht so schlimm ist. Und wenn die halt nur drüber sprechen, oh, tut es euch wirklich weh, wenn ihr hinfallt und so. Das ist halt irgendwie was Sympathisches, ne? Und ich werde es mir noch anhören, das Interview, den Podcast. Es ist aber auch ein bisschen was Dementes, wenn man davon ausgeht, dass der gerade auf dem Weg ist, Präsident werden zu wollen und die Probleme im Land zu adressieren und in einen Podcast geht und seine Plattform vielleicht zu nutzen, und dann weiß ich nicht, vielleicht habe ich auch ein bisschen Double Standard, kann ja auch so witty Banter untereinander sein, aber keine Ahnung, ey. Ich meine, Trump hat sich auch verändert, muss man auch sagen. Ich meine, auf jeden Fall. Ich meine, er war ja auch, weiß nicht in welchem Jahr, das war 2008, 9, 10, so war er ja auch mal bei WWE, hat ja so eine kleine Aktion gemacht mit Vince McMahon, dem damaligen Chef von WWE, und da berichten auch die Superstars, auch damals und heute immer noch, sie können über ihn kein schlechtes Wort verlieren. Also er war zu allen nett, er durfte auch sich einen Wrestler quasi aussuchen, der ihn vertritt im Ring, das war auch ein Schwarzer zum Beispiel, ne, Bobby Lashley, und er sagt eben auch, Trump hätte nicht netter sein können zu ihm, also da kann man echt nichts sagen, er muss wohl echt in den letzten 10, 15 Jahren einen richtigen Turn gemacht haben, in eine ganz komische Richtung. Weil er wohl gemerkt hat, dass er auch Applaus bekommt aus der Richtung, ne? Ich habe mich früher mit dem nicht beschäftigt, weil warum auch, aber es ist ja auch The Apprentice jetzt rausgekommen, so ein pseudo-dokumentarisches Biopic über ihn. Ja, genau, und der stimmt. Der ist ja schon seit den 70ern zumindest auf seinem Trip von gib niemals Niederlage zu und überroll einfach immer mit allem, was du sagst, die Leute, und du bist immer der Geilste. Also ja, das zieht sich schon durch. Ja, das ist ja das eine. Auch dieses, ja, aber auch dieses Central Park 5, das ist auch, weiß ich nicht, über 20 Jahre her, dass er für fünf schwarze Jugendliche, die freigesprochen wurden, die Todesstrafe gefordert hat. Mhm. Also das ist ne, nicht ganz klar. Im Showbiz, wenn man da Halligalli die ganze Zeit ist, dann ist das was anderes, als wenn es um politische Sachen geht. Aber wie dem auch sei, wird vielleicht ein bisschen lang. Ich habe auch noch mehr davon. Erzähl gerne mehr. Ich will nicht jetzt hier das wirklich zu sehr strecken. Also, ich habe hier mal aufgeschrieben, zu diesem Zeitpunkt, an dem wir uns jetzt befinden, 2020, ja. Also, nee, 2024. Nee, aber gleicher Zeitpunkt vor 4 Jahren war Biden in den Umfragen bei +8%, ja, im Verhältnis zu Trump. Und letztendliches Ergebnis war dann +4,5, also im Popular Vote, die Gesamtmasse. Die Entscheidung ist natürlich nochmal ein bisschen anders, weil nicht die Gesamtmasse der Votes zählt, sondern das Electoral College. Ist jetzt zu kompliziert zum Erklären. So, mit Wahlmännern und so. Das genau. Ist, ja. Die einzelnen Gebiete von den einzelnen Staaten, egal. Zu diesem Zeitpunkt 2016 bei Clinton war die in den Umfragen bei +4 und hat letztendlich ein Ergebnis bei +3,1 gehabt. Aber immer mehr als Trump. Genau. Letztendlich, ne, ja. Hat aber trotzdem verloren. Na klar, ja. Obwohl sie im Verhältnis 3,1% mehr hatte. Und jetzt ist Harris zu diesem Zeitpunkt bei knapp +2. Das heißt, es könnte ganz, ganz knapp werden. Ja. Ich werde wirklich 24 Stunden Puls haben. Ich werde das wahrscheinlich in einem Stream begleiten, weil ich eh die ganze Zeit wahrscheinlich vom Rechner hängen werde und mir das geben, weil ich einfach zu deep drin bin. Gib dann nochmal irgendwie Bescheid. Das wird auf jeden Fall ein Nailbiter. Ja? Weil ich sag's auch nochmal ganz klar, das ist für mich nochmal so ein Scheideweg zwischen: Die Welt schafft es, ein Stück weit zu heilen, weil wenn Harris Präsident wird, dann kommen diese ganzen Lawsuits von Trump ins Rollen, die halt delayed wurden von Judges, die er selber ins Amt geholt hat und jetzt quasi für ihn das verschoben haben bis nach der Wahl. Wenn er ins Amt kommt, dann wird das alles hinfällig, bin ich mir sicher, weil der Supreme Court ja entschieden hat, dass er immun ist, und
die ganze Welt wird einfach eine schlechtere dadurch. Da bin ich fest davon überzeugt. Ja, sicher. Also wenn der irgendwelche Handelstarife da und Handelskrieg mit China macht, das wird auch Deutschland zu spüren bekommen, dass dann die Preise hochgehen. Aber das sind nur die kleinsten Sachen, ja, dass er wieder aus dem Paris Agreement rausgeht und so und Klimawandel, ha, scheißegal und schön Fossil Fuel reinballern. Das ist alles nur die Spitze des Eisbergs. Und deswegen ist das ein krasser Scheideweg. Und ja, also wenn du mal zurückdenkst, auch 2015, als Trump angefangen hat, da hat es auch mit der AfD angefangen. Und die haben sich definitiv bei seinem Playbook ein bisschen inspirieren lassen. Safe, ganz sicher, ja. Und vielleicht, ja, wenn quasi da jetzt ein klarer Stopp kommt mit, er schafft es wieder nicht gegen eine Frau von mir aus, ja, wenn das noch wichtig ist, und wird danach hoffentlich auch noch verurteilt. Ja. Dass die Welt da ein Stück weit heilen kann. Er will ja auch nicht wieder antreten, das hat er ja auch gesagt, ne? Und ich finde es so interessant, weil ja Kamala Harris trotzdem Vorsprung hat, ne? Aber es ist ganz schwer zu erklären, dass halt in den USA das Wahlsystem so ist, dass die Mehrheit nicht wirklich entscheidet. Also, ne? Also, ja, die insgesamt nicht entscheidet. Es gibt 7 Swing States, die es tatsächlich entscheiden. Und wenn man das hochrechnet, haben halt Leute, die in diesen Staaten wohnen, bis zu 25 mal mehr Wahlpower als jemand, der in Kalifornien wohnt, weil da ist eh klar. Ja. So, also die ganzen Republikaner, das klingt jetzt natürlich ein bisschen demokratiefeindlich, aber die ganzen Republikaner in Kalifornien müssen eigentlich nicht wählen gehen, so, weil das eh nichts ändert, so. Ja, und deswegen ist das alles ein bisschen dumm. Ja, es ist schon interessant, wie das da so läuft, und ich werde auch sehr aufgeregt sein. Ich weiß noch, wie ich aufwachte eines Morgens, gucke auf mein Handy und sehe, Trump ist Präsident, und ich bin echt aus allen Wolken gefallen, weil ich auch dachte, ey, die Umfragen, trotzdem sind die ja eigentlich für Biden, aber Umfragen sind nicht die Wahl, ne, also auch da wird sich nochmal viel ändern. Und ich habe auch irgendwie einen Bericht gesehen oder irgendwie einen Thread oder irgendwas gelesen, von wegen, die normalen Menschen werden ja nicht befragt bei den Wahlumfragen. Und es wird sich alles nochmal irgendwie drehen, was auch immer die damit gemeint haben. Aber es war ja auch bei den Wahlen bei uns auch immer so, ne, dass die Umfrageergebnisse nur eine ungefähre Tendenz geben können, welche Partei wohl sehr stark sein wird und welche eher ablost. Aber die Wahlen werden nochmal ganz anders aussehen. Es gibt ja auch gute Tendenzen so, aber man kann nichts sagen. Also so, dass vor allem Frauen sehr viel gewählt haben jetzt schon in der, also Briefwahl geht ja schon vorher, Early Voting. Und die wählen traditionell eher demokratisch als Männer so und in dem Fall mit Harris jetzt noch mehr. Das sind alles Anzeichen, aber es ist weit weg von, das ist eine klare Sache. Ja. Deswegen, uiuiui du. Und Elon Musk hat auch noch 1 Million Dollar ausgegeben. Genau, der gambelt jetzt, der sagt, ihr sollt euch bitte hier registrieren zum Voten, wählt dann bitte republikanisch und unter jedem, der das sich registriert, verlose ich 1 Million, was ganz, ganz heftige Grauzone ist. Und wenn du das mal vergleichst, dass du bestraft wirst, wenn du in Texas zum Beispiel Leuten Wasser gibst, die in der Schlange stehen zum Wählen, weil du musst da teilweise 5 Stunden anstehen für und du darfst dann kein Wasser bekommen, weil das könnte ja dein Vote beeinflussen. Ja, so wenn dann Quatsch. Irgendwie Demokraten quasi Wasser verteilen und Republikaner Wein, was weiß ich. So, und das ist so absurd und generell, also kam auch diese Woche raus, dass Putin und Elon Musk Kontakt hatten, dass Putin wollte, dass Starlink in Taiwan nicht verfügbar ist und so. Genau, ja. Da ist schon wieder so viel rausgekommen. Der lässt sich ja so krass kaufen, Musk, ne? Obwohl er es ja früher immer abgelehnt hat, dass man das machen sollte. Ja. Und es gibt wohl noch einen Skandal um Elon Musk. Ich hab's nicht 100% durchstiegen, aber ich glaube, es ist echt so passiert, dass wohl Elon Musk 2 Sharepics geteilt hat auf Twitter. Und zwar einmal gibt es hier ein Bild mit, ich sag's dir gerade, Kamala Harris dance with Israel. Ja. Watch the video to see her record shown to areas with many Muslim voters. Also es wurde quasi jetzt an Voter ausgeteilt, die halt eher muslimisch sind. Danach gibt es auch ein zweites Sharepic mit Two-Face Kamala Harris dance with Palestine, not your ally in Israel. Und das wird eben eher jüdischen Wählern angezeigt bei Twitter. Und das finde ich ja wieder so, weiß nicht, dystopisch. Das ist so ein Ding von, es ist so offensichtlich. Und wenn das bei jedem anderen rauskommen würde, wäre das ein übelster Skandal und die müssen zurücktreten und es ging gar nicht, es gäbe kein Vertrauen mehr. Aber Musk und Trump können echt machen, was sie wollen. Und das finde ich ja so schlimm. Das macht mich so fertig, wo wir angekommen sind. Verzage nicht, Tino, denn zum Glück hat Kamala Harris ihre Geheimwaffe rausgeholt und es ist Eminem. Echt, ja? Eminem hatte nämlich mit Obama zusammen einen kleinen Auftritt. Die haben sich da umarmt, ja, und dann hat Obama angefangen zu sagen, ich weiß nicht, was los ist, ich bin irgendwie so nervös.
Und dann hat er auf einmal angefangen, Lose Yourself zu rappen. Ah, am Anfang noch so zu reden und am Ende rappt er dann. Ja. Und das ist auf jeden Fall ein sehr viraler Moment gewesen. Und alle so, oh mein Gott, oh Trump und Eminem so crazy. Und jetzt ist natürlich die Wahl in Sack und Tüten. Oh, hoffentlich. Das Eminem ist ja schon länger bekannt dafür, dass er Trump nicht so gut findet, ne? Der hat mehrere Diss-Tracks gegen den gemacht. Genau. Aber ich weiß aber auch, dass trotzdem, also ich bekomme das ja über Social Media mit, dass sehr viele Fans von irgendwelchen Fußballvereinen oder von Musikacts, denen ist es egal, was ihre Stars machen, ne? Also ich kenne ganz viele rechtsgesinnte Leute, die sind Fans von irgendwelchen Fußballvereinen, die sich gegen rechts positionieren. Und wenn ich die konkret frage, sagen die, es ist denen egal, die trennen das halt, ne? Und ist bei der Musik ähnlich. Also auch damals, als ich noch Rammstein-Fan war, ne, vor den ganzen Skandalen, da gab es auch sehr viele rechtsextreme Rammstein-Fans, wo ich gesagt habe, ey, die haben sich schon immer gegen rechts geäußert, die haben halt Regenbogenfahnen geschwungen in Polen und Russland und haben sich immer für Flüchtlinge eingesetzt, wo die mir immer gesagt haben, das ist mir doch egal, ich muss ja nicht mit denen nicht eine Meinung haben. Das finde ich halt interessant, weil ich es für mich halt nicht kann. Ne? Wenn ich halt weiß, irgendeine Band, die ist irgendwie rechtsorientiert, dann höre ich die halt nicht mehr gerne. Klar, die Musik ändert das nichts. Das war ein trauriger Tag für dich, als du erfahren hast, dass Lanzer rechtsorientiert ist. Ja, übel, Alter. Ich bin in Tränen ausgebrochen. Aber ich kann es halt für mich nicht vereinbaren. Ihr könnt hören, was ihr wollt. Hört gerne problematische Bands und so. Macht das ganz gerne irgendwie. Aber ich kann halt für mich nicht mehr Till Lindemanns Stimme hören oder was weiß ich, wenn es alles gibt, so mit dem Wissen, dass es irgendwelche Arschlöcher sind. Kann ich nicht machen. Ist meine Meinung. So, Punkt. Um das Amerika-Segment abzuschließen, habe ich hier noch ein letztes, und zwar die Washington Post, die damals das Watergate aufgedeckt hat, sozusagen, was auch etabliert hat, dieses Gate-Gate, ja, also wenn wir heute Gate haben, haben wir das denen zu verdanken. Genau, Nipplegate zum Beispiel. Nipplegate, ja. Die wurden aber vor 10 Jahren von Jeff Bezos gekauft, und der hat jetzt verfügt, dass sie niemanden endorsen können, also empfehlen. Ja. Und sie wollten natürlich nicht Trump empfehlen, sondern Harris. Und das ist gerade der neue dystopische Shitstorm, der da wütet. Mhm. Weil guck mal, die reichen Oligarchen kaufen hier die ganzen Zeitungen auf und verbieten denen dann, ihre Meinung zu kundzutun. Viele haben dahingehend jetzt schon resigned, wie sagt man? Nicht aufgegeben. Nee, ja. Die sind nicht gefeuert worden, die sind freiwillig gegangen. Gegangen, genau, man, ja. Alter, gekündigt. Kompliziertes How do you say Wort. In German? Die haben gekündigt, die Leute. God damn it. Ja, und ich glaube, das ist auch so ein Streisand-Effekt ein bisschen, weil hätten die einfach Kamala Harris endorsed, wäre so, okay, wissen wir Bescheid. Hm. Aber dadurch, dass er jetzt sagt, ihr dürft das nicht, wird das wahrscheinlich noch größere Wellen schlagen. Und hoffentlich auch mal irgendwie so. Das geht halt nicht. Ja, das Spannende ist ja eigentlich, dass die ganzen Leute, die so Trump-Supporter sind, die glauben ja, dass Trump Anti-Establishment ist, ne? Und gegen die da oben und die Großen und Reichen. Deswegen sind die allerreichsten Menschen der Welt für Trump. Ja, voll, außer Taylor Swift, ne? Aber sonst die ganzen reichen Leute, alle ja pro Trump. Also wie wollen die das denn zeigen, die da oben? Das sind die ja selber. Ist Taylor Swift eine Milliardärin schon? Nee, glaube ich nicht. Oder? Weil wenn du das vergleichst mit irgendwie 300 Milliarden, was Eulen, Spiegel und so haben. Vermögen, Taylor Swift, mal gucken, was. Es ist eher eine Schätzung. Doch 1,6 Milliarden. Na gut. Krass, Alter, das ist eine Country-Musik. Ja. Ist schon cool. Ja, aber der größte Skandal diese Woche war natürlich eine Neuankündigung, dass jetzt ein neues kleines Magic-Special rauskommt. Ich hab drauf gewartet, Robin. Ja. Ich hab drauf hingefiebert, dass du es endlich ansprichst. Es ist halt wirklich. Ernsthaft? Es ist halt ganz finster, Alter. Du freust dich, aber es ist so. Ich bin bereit. Also es ist kein ganzes Set, sondern nur so ein Special. Ja, da sind dann, was weiß ich, 10 verschiedene Karten drin. Aber das ist. Es gibt halt auch schon 5 My Little Pony Karten und so. Und das ist auch schon so ein Ding. Und dann das Fortnite ist das witzig, Einhorn. Weil ich sehe die Karten hier, die an der Wand hängen, weil sie so richtig mystisch und gefährlich aussehen. Und dann kommt Tadeus und Patrick. Ja, es ist und My Little Pony. Und dann muss ich aber jetzt sagen, habe ich auch eine kleine. Also da bin ich nicht ganz meinen Prinzipien treu, weil im Juni kommt dann Final Fantasy Set, also dann wirklich so mit 300 neuen Karten. Und da habe ich schon Interesse dran, weil Final Fantasy habe ich ja viel gezockt, und wenn da irgendwie ein cooler Commander rauskommt oder so, bin ich vielleicht an Bord. Was kommen dann noch? Die Meißelmännchen kommen irgendwann zu Magic. Es ist halt wirklich, Pumuckl. Es gibt Avengers-Karten mittlerweile. Ja. Es gibt, also es so viele Assassin's Creed und so. Und auf der einen Seite, klar, wenn man die Franchises mag, ist das cool. Auf der anderen Seite,
Irgendwann kommt der Warum muss man kommt der The Walking Internet. Dead Negan als Commander spielen können? Das ist so. Irgendwann kommt der Brennpunkt Internet hier Special ja, raus für Magic mit irgendwann Karten. Ein politisches Set, so mit Trump und Harris, dann kann man die alle selber. Wäre witzig. Da ist die Frage, wer stärker ist, ne, auf ja, der Karte. Das stimmt. Gedankenaufschrei, egal von welcher Seite. Ja, dann habe ich gesagt, es gibt noch was anderes von Twitch und zwar kleine Skandelchen. Frogan, das ist so eine muslimische Streamerin, die aber nicht so groß ist, aber trotzdem immer wieder in Kontroversen verwickelt. So 71 vielleicht. Genau, die hat ein Special angekündigt, wenn so und so viel donated wird, backt sie einen Kuchen, der die Twin Tower sind und dann celebrated sie 9/11. Witzig. Einen Tag später war sie dann gebannt. Ich dachte tot. Nee, verwundert mich. Ja. Also die hatte schon ganz oft Skandale. Aber Twitch selbst hat auch für einen kleinen Skandal gesorgt. Die haben nämlich vergessen, wie sie sagen, etwas wieder anzuschalten. Es ist rausgekommen, dass sie, man, wenn man in Israel wohnt oder ich glaube auch im Gazastreifen sowieso, aber die haben wahrscheinlich gerade andere Probleme, aber Israel auf jeden Fall, dann kannst du dich nicht bei Twitch anmelden als neuer Account. Und die haben gesagt, oh, das haben wir damals bei diesem 7. Oktober gemacht, da haben wir E-Mails blockiert und wir haben vergessen, das wieder anzumachen ein Jahr lang. Weiß ich jetzt nicht. Aber E-Mails bringt ja überhaupt nichts. Kannst du ja auch einfach eine .com-Adresse machen oder so. Naja, sie sagen, ich weiß nicht, ob das so ist, dass man mit Telefonnummer sich hätte einen neuen Account machen können, aber mit E-Mail halt nicht. Da frage ich mich aber, warum machen die das da? Warum Russland, Ukraine nicht? Warum andere Länder nicht, wo vielleicht gerade, was weiß ich, Jordanien oder so? Warum ist das da nicht so? Warum ausgerechnet Israel? Ist ein bisschen zass, aber alleine dieses Ups, das we did an Oopsie. Ja, ja. Wir haben es ein Jahr lang vergessen. Aber die Twin Towers, ne, ganz schlimm. Ja. Ein Kuchen mit zwei Hochhäusern, schlimm. Das ist schon witzig. Ja, und dann vielleicht noch für dich irgendwie interessant, Ben Shapiro kennst du auch, der mit Matt S. Pussy und so. Ja. Der hat sich bei Jubilee in ein Surrounded-Format gesetzt, also er alleine gegen 25 linksorientierte Kamala Harris-Wähler und die debattieren dann so. Und da gab es auch ein, zwei Momente, die sehr viral gegangen sind. Also insgesamt diese Gespräche gehen krass viral. Gab es vorher mit Charlie Kirk, der auch so ein Rechter ist und dann noch so ein anderer von TikTok, so ein Linker. Und die müssen sich dann halt quasi so stellen. Das Format ist schon irgendwie ein bisschen dumm, aber es macht schon irgendwie Spaß, sich das anzugucken. Also er ist ja eher rechtsorientiert. Genau. Und okay. So, und dann ist halt ein Transmann mit Vagina kommt und macht dieses Gish-Gallop-Prinzip, was Ben Shapiro halt seit Jahrzehnten mittlerweile macht, gegen ihn, ja, lässt ihn gar nicht zu Wort kommen, macht so, also eigentlich aus Debattiersicht halt super scheiße, aber viele feiern es, weil es halt genau das ist, was Ben Shapiro groß gemacht hat. Genau, ja. Und vielleicht ist das ein Clip, der dich irgendwie glücklich macht. Bestimmt. Ja. Aber die Frage ist ja, also, wer sieht denn am Ende besser aus? Ist es die linke oder die rechte Seite? Das ist ja die Frage bei dem Format. Also ich fand, verglichen mit den anderen beiden, die ich gesehen habe, wurde hier weitestgehend sehr zivilisiert gesprochen, auch von Ben Shapiro. Charlie Kirk war richtig kacke, so, und der hat sich besser geschlagen jetzt. Ja. Aber seine Ansichten sind halt trotzdem ein bisschen, bisschen weird. Es geht halt eine Stunde 40 oder, also es geht ziemlich lange. Es gibt auch Konservative, so, wo ich auch sage, ey, die haben voll vertretbare Meinungen und man kann da echt drüber streiten, über manche Sachen, ne? Ja. Aber wenn es dann halt so wirklich in die rechte Ecke geht und es dann auch richtig menschenverachtend ist und respektlos, da finde ich es halt eher problematisch. Ja. Ich habe hier noch was Problematisches, und zwar ist ja jetzt Nordkorea quasi in den Ukraine-Krieg eingestiegen und das steigt gerade ein, denn in Russland fehlen die Menschen oder die Männer so langsam, die ja reihenweise auf dem Kriegsfeld zu Tode kommen. Und deswegen hat jetzt Putin mit Kim Jong-un einen Pakt geschlossen und wir werden jetzt nordkoreanische Leute senden. Was ich komisch finde, für eine super laufende militärische Operation von Russland, ein bisschen komisch, aber na gut. War vielleicht auch so geplant, dass nach drei, vier Jahren dann irgendwann noch Nordkorea dazu geholt wird. Und das hat wohl viele Folgen. Zum einen will jetzt auch Südkorea quasi mit einsteigen und haben gesagt, ey, wenn ihr das macht, dann drohen wir euch und dann machen wir auch mit. Das ist auch noch so ein Faktor bei dieser Trump-Harris-Sache. Falls es wirklich, ja, ich will das nicht raufbeschwören, zu irgendeiner Art weltkriegsähnlichen Konflikt kommt, wird gerade die Person gewählt, die dann in Amerika da im Chefsessel sitzt. Und will man wirklich, dass das Trump ist in so einer Situation? Und sobald Putin da nach Amerika fliegt, wird Trump Platz machen für Putin. Also Putin ist halt wahrscheinlich dann der nächste US-Präsident, wenn das soweit kommt. Genau, jedenfalls Südkorea will dann auch irgendwie mit einsteigen und hat sich schon irgendwie in eine Position gebracht, dass es ja nicht passieren soll.
Und es gab wohl auch schon, aber das habe ich nur so, also aus, nur von einer Quelle rausfinden können, haben wohl auch ukrainische Kräfte schon den nordkoreanischen Leuten angeboten, dass sie, wenn sie, dass sie halt... Sehr schön desertiert welche. Dass sie genau die dann aufnehmen werden und frei, in Freiheit dürfen die quasi bei ihnen leben oder werden dann irgendwie aus Nordkorea rausgeholt. Was auch witzig ist auf eine Weise, ne? Weil Nordkorea ist ja ein Staat, in dem die Menschen eingeschlossen sind, kann man ja so sagen. Nein, wir alle anderen sind ausgeschlossen. Aus Nordkorea, weil das super geil da ist. Stimmt. Und es kann eben sein, dass wenn die nordkoreanischen Leute jetzt nach in die Ukraine kommen und da an die Front gehen, die erste Chance nutzen und sagen, ey, ich will hier raus, ich will keinen Krieg, ich will nicht in Nordkorea leben, holt uns nach Europa. So, das kann passieren. Das wäre interessant. Kommt alle her, wir schaffen das, Nordkoreaner. Ja. Also echt, ich mache für jeden, echt ohne Scheiß, nordkoreanische Leute, die haben bei mir einen Stein im Brett auf jeden Fall. Also die würde ich auch supporten. Nicht, dass du dich in die verliebst, Tino, so wie das passiert ist mit einem 14-jährigen Junge, der sich in eine Game of Thrones AI verliebt hat, die so getan hat, als wäre sie Daenerys und dann hat er sich umgebracht. Oh nein. Das tut mir leid, aber das ist auf jeden Fall auch dieses dystopische KI-Ding, von dem man immer hört. Aber ganz ehrlich, das ist ja wohl... Ja, aber das ist trotzdem ja scheiße. Natürlich ausleben. Nee, ja, klar, aber also... Es ist halt wirklich krass... Wenn du damit groß wirst, also ich bin ja nicht mit aktiv Internet groß geworden oder Smartphone. Ich schon. Also, in deinen prägenden so Kindheitsjahren so, dass da das so nicht, omnipräsent ist. Nee. So, und das ist ja schon krass. Aber der ist ja jetzt quasi in einem Alter groß geworden, wo es dann mit KI wirklich losging. Mhm. Und wenn das jetzt nochmal 10 Jahre, also die wirklich von 3, 4 an mitkriegen, okay, KI existiert oder ist irgendwie Teil der Welt und können das vielleicht dann nicht so ganz differenzieren, das ist ja schon crazy. Aber wie kam es jetzt zu dem Suizid? Also hat die hat sich halt gemacht? Irgendwie die Liebe dann nicht mehr erwidert oder irgendwie so. Oder ich will jetzt nicht spekulieren. Aber wahrscheinlich war es halt so, vielleicht hat er dann doch gecheckt, sie ist nicht real, aber seine Liebe ist real und so. Hätte man noch 10 Jahre gewartet, dann hätte man die KI bestimmt in den Menschen einpflanzen können und dann hätte er sie vor sich gehabt. Aber ist ja auch so, die Gefühle können ja auch real sein, das darf man ja nicht vergessen. Man kann es ja auch lustig machen über die Frau, die den Eiffelturm heiraten wollte. Aber ich glaube, die Gefühle sind echt. Wir können es vielleicht nicht nachvollziehen. Ich kann mich auch nicht verlieben in so ein Gebäude, glaube ich. Also nicht romantisch. Aber das kann ja durchaus irgendwie real sich für die anfühlen. Und dann ist es halt echt ein Problem irgendwie, ne? Und deswegen bin ich da jetzt ein bisschen sad über den jungen Mann da. Ja. Schade. Zuletzt noch ein kleiner Exkurs. Ich habe die Woche ein paar Filme geguckt. Zum einen The Shadow Strays. Das ist der neue Film von dem Typen, der auch The Night Comes For Us gemacht hat, was so mein liebster asiatischer Kampffilm ist. 4,5 von 5 dafür, 4 von 5 für den neuen Shadow Strays, also indonesisches Kino, habe ich einen ordentlichen Boner für, sag ich mal. Dann habe ich Black Swan geguckt, fand ich kacke. Ich verstehe den Film, ich fühle den Film nicht. Und dann Black zuletzt Swan, The Substance, das ist ein neuer Film. Also die beiden sind neu, Black Swan ist ja uralt, von 2010, whatever. Habe ich endlich mal nachgeholt. Und The Substance war von Marlene kritisiert worden, weil, ich weiß nicht, ich habe den nicht gefühlt und er wird von der Kritik sowas von durchgehypt. Und ich musste Marlene enttäuschen, ich fand den auch gut, habe ihm gerade so 4 von 5 Sterne gegeben. Oh, immerhin, Und es ist halt einfach, also ein Film mit Margaret Qualley, Quality ist immer Quality. Ich habe, also für die schmachte ich ein bisschen, die hat irgendwas Hässliches im Gesicht. Ja. Also das dürft ihr jetzt nicht überbewerten, aber so ein perfektes Gesicht ist halt langweilig, weißt du? Und die hat irgendwie so eine Ebene im Gesicht, wo ich sage, Alter, da ist irgendwas schief, aber das ist halt übelst geil so. Aber darum geht's nicht, ich will die jetzt nicht objektifizieren, das macht der Film nämlich schon genug, aber das zu Recht. Ich wollte nur sagen, dass die halt in Once Upon a Time in Hollywood, der letzte Tarantino-Film, also sowas von acted wie eine Ex-Freundin von mir, das hat Dinge gemacht, das war ganz weird, Alter. Ja. Anyways, die spielt eine Rolle und Demi Moore und das ist quasi so gehypt als Demi Moores nochmal jetzt krasser Aufwind, weil sie ja so eine alternde Schauspielerin ist und quasi genau darum geht's auch in dem Film. Aber es wird halt sehr absurd. Und ich fand's gut, ich will auch gar nicht weiter sagen. Hab dann im Zuge dessen gesehen, dass die zusammen ist mit dem Sänger von The Bleachers. Und da würde ich nämlich direkt übergehen in unseren Song der Woche. Da würde ich nämlich Bleachers Tiny Moves hier reinsetzen wollen. Ja, gut. Denn die beiden sind zusammen und sie tanzt in diesem Video ganz schön.
Tiny Moves. Bleachers höre ich schon eine ganze Weile immer mal so sporadisch. Und das war dann so ein, okay, was? Die sind zusammen? Das ist ja weird, wie sich das dann... Und dann ist die halt auch noch in so... Also ich habe halt auf Letterboxd geguckt, in welche Filme hat die noch mitgespielt. Da habe ich gesehen, Musikvideo Bleachers, what? Und dann kam eins zum anderen. Und sie spielt auch in Death Stranding mit. Das kenne ich auch. Kojima-Spiel. Anyways, das waren meine Themen. Ich habe länger keinen Film, glaube ich, mehr gesehen. Der letzte war tatsächlich Joker 2, den wir schon kurz besprochen haben. Ja. Genau. Fandst du gut? Fand ich ziemlich gut. Ich habe auch einen Song für die Playlist, den ich schon mal reintun würde, und zwar die Band The Jewels, die wir gestern oder ich gestern gesehen habe. Die haben gestern in Mascha gespielt in Weimar. Das ist eine Band, ich weiß gar nicht, wo die herkommen. Kommen die aus Weimar? Nee, ich glaube nicht. Also die machen so schön Punkrock, so Flinter-Punkrock-Musik, und die haben einen tollen Song. Waren das die mit Bier und so? Nee, es war die erste Band, die gespielt hat. Genau. Und ich tue den Song Gentleman mit rein. Ich glaube, der war richtig geil. Playlist hinzufügen. Von The Jewels, Gentleman, kommt in die Playlist. Hört es euch gerne mal an. Schöner Flinter-Punkrock in die Fresse, scheiß Patriarchat. Muss auch mal sein, gelegentlich, finde ich. Und ich habe noch eine ganz kurze News, und zwar, es gibt wohl einen GTA 5 Film. Also das heißt, dass es haben Leute aus GTA 5 einen Film, einen Spielfilm gemacht, den ich mir auch angucken werde. Der kommt wohl jetzt demnächst raus, oder kam schon raus. Also in Engine. In der Engine. Also es gibt ja diesen Movie-Mode, oder wie der heißt, ne? Und ich bin auch wieder gerade voll drin im GTA 5 Fieber. Ich habe jetzt auch wieder angefangen zu spielen und bin jetzt wieder kurz vorm Story-Abschluss und bin sehr traurig drüber. Und bin auch jetzt im Online-Game wieder mit drin. Oha. Ja, GTA Online, übel geil. Ich habe einen richtig coolen Charakter gemacht. Werde ich vielleicht mal in die Oase reinposten, die man sich einkaufen kann. Weil der ist echt cool geworden. Ja, dann scroll ich hier gerade nochmal so durch. Was geben wir denn der Woche? Weil an sich, muss ich sagen, ist vielleicht gar nicht so hoch. Obwohl ich ja persönlich halt für dieses ganze US-Debakel brenne. Ja. Aber so richtig Action gab es eigentlich nicht. Teheran hat auch schon wieder Explosionen abbekommen, aber was soll's, ne? Das da unten, das ist doch... Es ist schwierig, ist aber... Wie ein Silvester wird geböllert. Es ist halt echt so, leider. Wie im Nahen Osten. Seitdem ich ein Kind bin, höre ich von Krieg in Israel und so. Das ist halt einfach Kacke. Und man hat sich dran gewöhnt, leider. Und es ist fast genauso mit dem Ukraine-Krieg. Ne? Als es angefangen hat und er einmarschiert ist in die Ukraine, war es echt so, fuck, Alter, Krieg hier in Europa und so. Aber inzwischen ist es halt, ja klar, die kämpfen halt gerade dort. Und jeden Tag sterben da tausende Leute. Ist schwierig. Also Lothar König auf jeden Fall war für mich auch sehr schockierend. Also Lothar, wow, also puh, da hat mein Leben auf jeden Fall einen Schwenker gemacht, du. Ey, der ist meiner Bubble eine ganz große Nummer. Also der ist vor 2 Jahren in Rente gegangen, das war schon ein richtig krasses Ding. Da gab es auch sogar einen Doku-Film, irgendwie Der König hört auf oder so, müsste auf YouTube sein. Und der war schon eine Nummer in Thüringen, Antifaschismus angeht. Den König verhöhne ich. Und gerade als Jugendpfarrer und so, schon stabil. Aber das würde ich jetzt nicht in die Wertung mit krass reinzählen. Ich finde es auch sehr schwach die Woche. Ich würde sogar fast von einer 2 sprechen. Eine 2, ja, das würde ich nicht sagen. Ich war aber jetzt so bei einer 4. Okay. Also 2 finde ich schon sehr krass. Also, dass ein Anwärter für Präsidentenamt sagen, der hätte gern Hitlers Generäle, das ist halt eigentlich, wir sind halt abgestumpft, aber wenn du das mal auf der Zunge zergehen lässt, eigentlich das jede ist Woche so fucking braindead. Eigentlich ist jede Woche vorm Wahlkampf eigentlich eine 10 wert, ne? Was da alles rauskommt, was da alles passiert, was Trump wieder für Scheiße erzählt und was da so gelogen wird und wer da alles irgendwie diffamiert wird. Das ist, also, wäre das vor 20 Jahren gewesen, das wäre jeden Tag eine Apokalypse gewesen in den Medien, ja, für die Präsidentschaft desjenigen Kandidaten. Das nächste ich will es dir nochmal vergegenwärtigen. Obama rapped Lose Yourself. Ja? Es ist geil. Stell dir vor, das ist ein bisschen ein harter Vergleich, aber stell dir vor, Olaf Scholz stellt sich hin und rappt den Arschfick-Song. Ja, Arschfick-Song vielleicht nicht, aber irgendwie, weiß nicht, mein Blog oder so. Ja, mein Blog kommt schon hin, so von der Ikonität für Deutschland und für Emmyland. Ja, komm, 4. Ich finde 4 okay. Gut. Doch, mit Eminem und so und Obama. Ja. Wenn die noch so einen gemeinsamen Track rausbringen, so einen Diss-Track gegen Trump. Oh, das wäre Feier. Danach noch Kamala Harris als Special Guest am Ende, so mit so einem coolen Spruch noch. Ja. Dann wäre es für mich eine 11, wenn das passiert. Wenn Obama einen Track droppt, der ja auch singen kann, ne? Es gibt ja auch so ein paar Clips, wo Obama richtig, richtig singt und so. Ja. Der hat schon Talent. Oh, natürlich auch für irgendwo in andere Länder einmarschieren, das auch. Aber auch fürs Singen, muss man sagen. Ja, es war witzig, dass er bei Lose Yourself gesagt hat, I drop bombs. Ja. Das hittet dann anders bei ihm. Ja, weil es bei ihm wirklich so war. Anyways,
das war's, Leute. Liebe Grüße an die Staatsanwaltschaft in Erfurt, hier eine Staatsanwältin. Ich will jetzt ihren Namen nicht vorlesen, aber. Ja, ich sag mal eins, ne? Kristallnacht wird kommen. Okay, Leute. Ist ja legal offensichtlich. In diesem Sinne möchten wir uns verabschieden und euch bitte waschen lassen. Ich bin voll heiser von gestern. Ich hab so ein bisschen mitgekrölt gestern. Ich bin heiser. Ja. Ich wurde jetzt.